Hallo, herzlich willkommen zum neuen Food Review. Wir waren heute auf dem Fest an der Panke. Davon hat unser Daily Blog und einen Livestream gemacht. Den Daily Blog verlinke ich. Am besten schreibst du einen Kommentar, den ich anpinnen kann. Das ist immer das bequemste und faulste für mich auch so. Dankeschön. Ja, mache ich gerne. Und ich habe mir geholt hier so ein Gösslem heißt es. Moment. Wir sind jetzt hier bis zum Auto schon gelaufen, deswegen kann ich das anfassen. Es ist wirklich, die haben den Teig, also die haben die Teigkugeln zwar irgendwo in irgendeiner Bäckerei, Küche irgendwas vorbereitet, aber die haben vor Ort das halt ausgerollt mit so einem richtigen authentischen Nudelholz. Genau, so ein arabischen. Und sah ganz gut aus, der Laden. So auch von außen sah sehr, sehr schick aus. Und die haben das halt echt richtig frisch gemacht und ultra gut ausgerollt. Das sieht ja krass aus. Genau, also die haben den komplett ausgerollt vor Ort. Zum Fladen. Dann haben die die Füllung reingemacht. Gefüllt ist dieser Fladen mit einer Spinatkäse, also so Feta, denke ich, sah es aus. Füllung. Ja, und dann haben sie den frisch einfach vor deinen Augen fertig gebacken. Ich lege den wieder zusammen, denn wir wollen das gute Stück jetzt natürlich auch noch probieren. Ja, ich finde, es ist sehr, sehr handlich. Wie gesagt, kann man sehr, sehr gut unterwegs essen. Gekostet hat es 5 Euro und es gab es in 2 Varianten. Einmal mit dieser Spinat-Käsefüllung und einmal mit, vegan. Mit Kartoffelfüllung. Mit Kartoffelfüllung. Und jetzt würde ich sagen, packe ich das Papierchen mal weg. Ich habe auch ein zweites Küchenkrepp bekommen, weil es so heiß war. Es ist echt richtig frisch gemacht. So. Guten Appetit. Mhm. Mmh, französische Bulldogger. Ja, aber wegen dem Auto, weil das so weit vorgelaufen ist. Deswegen. Aber die hatten keine Angst. Okay. Okay. Ich muss kurz runterstucken. Mmh. Mega geil. Der Teig ist genial. Der Teig sah auch schon so richtig gut aus. Also diese, also wenn man selber Brot backt und sich nicht so ans Rezept hält, dann hat man oft so einen ganz festen Teigklump mehr, wenn man Kuchen backt oder sonstiges. Aber diese Fladen, auch beim Ausrollen, die sahen so soft aus, ne? Und genauso schmeckt dieser Wrap halt auch so richtig. Wie ein weiches Dürüm so ein bisschen, kann das sein? Ja, aber noch weicher. Oha. Das ist richtig lecker, soft. Richtig toll angebraten, also hat hier stellenweise diese dunkel-goldgelben Röstaromen. Ist richtig gut. Und der Teig ist auch nicht ungesalzen, wie man es so manchmal hat, wenn man so Wraps kauft. Die sind sehr neutral. Der Teig ist auf jeden Fall gesalzen, sehr gut. Aber der hat auch eine ganz spezifische Gewürzmischung. Ich würde sagen, typisch arabisch vielleicht. Und ja, wenn ich es mir selber machen würde, würde ich mehr Füllung reintun. Aber das ist so schon recht lecker. Also der Spinat kommt richtig gut durch. Und der Feta auch, weil Feta hat auch so einen kräftigen Eigengeschmack. Das ist schon ganz nice. Und der Feta, also der Spinat, also dieser Mix, den sie ja da fertig vorbereitet hatten und raufgespielt haben, das ist auch gut gewürzt, würde ich sagen. Ich nehme noch mal einen Haps. Es sieht auch so ein bisschen hier ölig aus, sage ich mal, so fettig so. Ist das extra Fett, was auf der Pfanne mit drauf gewesen ist, oder wurde das in den Fladen mit reingemacht, sage ich jetzt? Nein, sie hat den ausgerollt, den Teig, dann hat sie die Füllung drauf geschmiert, den zusammengeklappt und oben drauf kamen so ein bisschen ein paar Spritzer Öl von beiden Seiten. Ah. Ich denke, Wraps kann man auch ohne Öl perfekt in der Pfanne braten, die brauchen kein Öl. Aber Öl ist natürlich auch ein Geschmacksträger. Die Platte sah so ein bisschen aus wie von einer Crepe-Maschine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So. Ja, also ist ja auch eine Jahrmarkt-Spezialität, wenn wir das jetzt richtig gesehen haben. Gibt es halt so halt weiß nicht, nicht überall. Ich habe nicht gesehen, wo der Laden ist. Aber diese Art von Wraps, also Wraps haben wir sowieso noch nirgendwo gesehen, oder? Nee, gar nicht eigentlich. Und so. Das ist auch, was mich angesprochen hat und mich zum Kauf bewegt hat einfach, weil man das nicht überall kriegt. Wir waren mal einmal, und da gab es diesen Parme, den unechten Grana Padano, so genau. Einen richtigen Leib. Leib und Nudeln. Parmesan. Und da hat der Mann die Nudeln drin gemacht. Hat man auch schon im Fernsehen bei Galileo oder so gesehen. Ne? Und in diesen Stand, diesen Menschen, haben wir nur einmal gesehen. Auf dem Weihnachtsmarkt am Friedrichstraße. Vor 2 Jahren. Und ich musste immer noch dran denken. Das ist und ein haben seit überkrasses Ding. Nirgendwo mehr diesen Nudelmann gefunden. Und ich ärgere mich wirklich zu Tode, dass wir das damals nicht gekauft haben für 5 Euro. Es war schlechtes Wetter, es hat geregnet und da hatten wir keinen Bock. Und das ärgert mich. Ja, aber wenn man irgendwas sieht, ja, wo man denkt so,
Das gibt es sonst nicht überall. Dann schlag zu und dann kauft man. Dann muss man sowas zum Beispiel hier kaufen. Ja. Also, Schatz, wenn du jetzt so reingebissen hast, schmeckt salzig, lecker, gut. Würzig, nicht salzig, sondern würzig, würde ich sagen, weil würzig ist nochmal der bessere Ausdruck einfach. Es ist nicht nur so Salz, sondern es sind auch diese Spinat so und Feta. Arabische Gewürzmischung. Aha. Ne? Also schmeckt schon nach Feta und Spinat, aber es ist so ein bisschen noch so ein bisschen mehr die also ganz ehrlich, die arabischen Länder, die können auch einfach Gewürze. Ja, nicht so wie wir Deutschen. Salz. Und wenn es exotisch werden soll, machen wir Pfeffer drauf. Ja? Nee, also hier ist schon ein bisschen mehr drin. Es schmeckt wirklich fantastisch. Kann ich wirklich empfehlen, auf so einer Skala von 1 bis 10. Wobei 10 ist aller geilste, das esse ich täglich dreimal und 1 ist frisst nicht mal mein Hund auf. Ich habe noch die Hälfte im Mund, ich muss noch kauen, sorry. Ich würde sagen, kriegt er eine 9,5, weil, also schmeckt hervorragend, ist ein super Snack, auch der Preis 5 Euro für so einen großen Brett, würde ich sagen. Ist völlig in Ordnung, wenn man auswärts isst. Aber ich würde es nicht täglich dreimal essen. Also, wenn man das jetzt in einem Ladengeschäft verkaufen würde und nicht auf so einem Jahrmarkt, weil auf dem Jahrmarkt sind ja die Preise immer ein bisschen teurer, das muss man ja mal beachten. Was denkst du, für wie viel würde man den so verkaufen normalerweise? Ich glaube, der ist 5 Euro wert. Der ist 5 Euro wert? Glaube ich, ja. Na dann, also wenn weiß es dir... Also wenn du jetzt sagst, holst du einen Döner oder holst du einen Brett, da hast du im Döner mehr Volumen, ne, und mehr Gemüse drin. Dann würde ich sagen, holst du einen Döner, der kostet 4,50 mittlerweile, ne, hast du natürlich mehr von deinem Geld. Wenn du das jetzt so vergleichen möchtest. Aber ansonsten so, diese Konsistenz und alles zusammen harmoniert super. Ja, ist eine richtig runde Sache, ist ein gutes Zusammenspiel. Schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mir ein bisschen mehr Inhalt reinmachen, wenn ich es alleine machen würde. So ein bisschen noch mehr Füllung. Und ja, vielleicht hätte ich mir die Kartoffelvariante auch holen sollen, weil ja, ich denke, die hätte mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich hab's dir angeboten, Fräulein, aber... Aber ja. Eine Sache reicht ja zum unterwegs zum Essen. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier noch aufessen. Das schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Kalorientechnisch kann ich euch natürlich nichts sagen. Aber ja, wenn ihr auch diesen Bratstand seht, diese Göslems, ja, holt euch das. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und ja, wenn euch der Food-Review gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich darüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.